Und herzlich willkommen zur ja wahrscheinlich erstmal letzten Folge von Total Chaos von unserem Angespielt, wobei wir mittlerweile schon im dritten Level sind. Von ich weiß gar nicht, waren es 6 oder 7 Level insgesamt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merkt man schon, die ganzen Level werden definitiv immer schwerer. Ich will noch mal ganz kurz versuchen, das tatsächlich mal durchzukommen durch die andere, durch die Horde da. Nee, kommt man gar nicht durch. Na gut, okay. War ein Versuch. Ich habe kurz ein bisschen nachgedacht, weil die haben beim ersten Versuch mir eine gewisse Zeit gelassen, bevor sie angegriffen haben. Oder dachte ich, okay, wenn man vielleicht durchrennt, dann greifen sie ja nicht an. Also nicht schnell genug quasi. Aber dem ist scheinbar doch nicht so. Schade. So, dann fangen wir jetzt mal tatsächlich mal links an. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Bevor wir jetzt hier einfach alles komplett random auf den Kopf stellen. Mal gucken, wo es dieser Weg hier hinführt. Boah, direkt Quicksave. Danke dafür. Das, oh ja. Oh, das ist hier offen. Alter, schmeiß doch nicht durch. Fuck. Ich verstehe diese Steine nicht. Warum können diese Steine nicht einfach mal funktionieren? Oh. Jetzt klappt's wieder. Jetzt wieder. Oh gut, okay. Jetzt habe ich einfach nur daneben getroffen. Alter! Wie wir sterben? Holy moly! Gut, wir gehen erstmal hier vorne, weil hier ist ja offensichtlich offen. Duct Tape. Wodka. Na, gut, okay. So viel interessantes Zeug ist denn hier doch nicht. Ist das Wasser oder Wodka? Ist Wasser. Dass man hier auch keine Fensterscheiben einschlagen kann. Ist das jetzt, hier. The Last of Us besser. Also The Last of Us 2. Okay, Waschkabinen. Das sieht mir aus wie interessant. Also Schimmelbefall überhaupt nicht. Hm. Sieht cool aus. Gut, dass Wasser fehlt, aber das ist jetzt eigentlich ein Luxusproblem. Wasser beim Waschen ist jetzt nicht so wichtig, würde ich es einfach mal sagen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht wie es in anderen Kulturen ist, aber hier in Deutschland, da wäscht man sich eigentlich eher mit Sand. Auch Sandstrahler genannt. Okay, verdammt ruhig. Ich dachte, hier kommen jetzt hier 20... Alter! Wollte gerade sagen, hier kommen jetzt 20 Pokémon aus allen Ecken. Klar, Ronny. Ja, man merkt es mittlerweile 1 Uhr. Es ist schon spät. Ich dachte, es kommen hier diverse Gegner aus allen Ecken. Also hoffentlich gibt es hier keine Geister. Die Geister, die geben nämlich hart auf den Sack. Oh oh. Es gibt doch Gegner. Klar, treff halt einfach komplett daneben, ey. Du bist mir so hart auf den Sack. Der trifft ja absolut gar nicht. Alter. Was bist du? Hä? Haben wir nicht gerade so ein Ding eingesammelt?
Nani? Ach so, hier unten hat er. Okay, war so als eins, das wir bereits hatten. Gammel vielleicht brauchen wir nicht. Okay, wieder raus. Dankeschön. Weg, weg, weg. Geht's hier irgendwo weiter? Von wo kommen wir jetzt überhaupt? Von hier kommen wir nicht. Ne, von hier kommen wir. Okay, das heißt, hier geht's weiter. Alter, sieht das hier lecker aus. Oh. Oh, 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 Alter, gleich drei Stück, wollt ihr mich verarschen? Okay, jetzt funktioniert's wieder mit dem Treffen. Verstehe ich nicht. Obwohl es auch so ein enger Gang ist. Das ist das Problem, ja? Wenn man versucht hat, da Logik zu suchen bei Problemen, dann denkt sich einfach das Spiel so, fick dich. Logik? Bist die Fehler am Platz. So, noch mehr? Oh. Schöne heiße Quelle. Alter. Was machen die ganzen Köpfe, Alter? Oh, ey, hier sind überall so eine Köpfe. Ach du Scheiße. Da kriegt der direkt Appetit auf Frühstück, ey. Okay, was ist hier los? Hier geht's offensichtlich raus. Ganz schön viele Lüftungsschäden. Ah, hier sind auch schon wieder so eine Köpfe, Alter. Oh, Alkohol. Okay. Ist das Energy? Ja, ist Energy. Uah. Oh, komm her. Oh, das Ding, unser Werkzeug. Was? Was habe ich gerade gemacht? Ich wollte gerade gar nichts machen. Hä? Oh! Ist ja witzig. Wenn man die Y-Taste drückt, während man über so ein Ding ist, dann wird es hier unten automatisch hinzugefügt. Wie geil ist das denn bitte? Eigentlich wollte ich nämlich gerade speichern und kam dabei aber statt auf 6 habe ich irgendwie I gedrückt. Und dann die Y-Taste und wie gesagt, dann fügt er das unten ein. Ist das geil? Warum wird sowas immer nicht einem beigebracht oder so? Keine Ahnung. Warum kann man bitte schön Patronen in eine Spritze packen? Also ich meine, klar, mit der Spritze kann man sich einen Schuss setzen, ja, aber das ist was anderes. Ich hoffe, das ist nicht damit gemeint. So, dann machen wir das mal da unten rein und das da unten rein. Ist das geil? Geht das jetzt auch zurück? Nee. Mit automatisch rausnehmen geht leider nicht. Wäre auch zu viel erwartet. Aber zumindest ist geil, dass man die Sachen hier unten automatisch reinpacken kann. Jetzt mal ganz kurz gucken. Kann man, wenn man mehrere Sachen hat? Ja, okay, dann werden alle reingepackt. Schade eigentlich. Nein. So. Hätte ja sein können. So, haben wir jetzt hier alle Gegner besiegt? Ist das hier noch was? Oh. Noch eine Spritze. Duct Tape brauchen wir zum Glück nicht. Also, hey, wieso zum Glück? Also brauchen wir halt nicht. Egal ob nur zum Glück oder nicht. So, wo ging es jetzt hier weiter? Ging es überhaupt weiter? Boah, Alter, ich dachte gerade, das ist ein Monster hier. Noch ein paar Drogen. Was war es diesmal? Hä? Ach so, das war hier, Steroide. Das war davor nämlich nur 5 und jetzt haben wir 10. Also war es wieder so ein 5er-Pack. Okay, hoffen wir diese Spritzenlinie rum. Ist das gut oder, Alter? Ist das gut oder eher nicht so? Frage, sollten wir jetzt hier weitermachen? Aber das Ding hier hält nicht mehr so lange. Und wir haben zwar Kleber gefunden, aber kein Holzstab.
Von daher könnte es sein, dass du auf die Fresse bekommst gleich. Achso, das rote Zeug. Gut. What the fuck? Was? Ich kann da nicht wieder reingehen? Aber ich kann doch da raus. Wieso kann ich denn da nicht wieder reingehen? Scheiß die Wand an. Wo bin ich hier? Okay. Interessant. Na gut, gucken wir mal, ob wir die hier ein bisschen auf Distanz halten können. Wir sind jetzt überhaupt da. Alter, Ding ist gleich kaputt. Also ein Schlag hält das Ding noch aus und dann ist es Feierabend. Ja. Und Feierabend. Halt, ich will. Ja. Alter, was ist das jetzt für eine Kacke? Jetzt habe ich beide überlebt. Okay. So, damit ist unser Hammer schon mal Geschichte. Eine hammerharte Geschichte. Voll witzig. Ja. So, genau, das war das Ding hier. Wir haben Hunger. Und zwar nicht gerade wenig. Wir haben Wodka und ein Tuch. Dann machen wir daraus gleich mal ein Wodka-Tuch. Auch Binde genannt. Ist nämlich gut fürs Bindegewebe. Kann man nicht eigentlich aus dem Stock einen Hammer machen? Ich meine, ist doch fast das gleiche wie ein normaler Stock, oder? Also sieht zumindest gleich aus. Okay, mehr gibt's hier offensichtlich nicht. Diese Schalter. Ah, wir kommen zurück zum Anfang. Cool, dann können wir uns jetzt nämlich unser Stock holen, unser Stöcklein. Wow. Wieso wackelt hier alles? Ja, ja. Ach du Kacke. So fühlt sich mein Plan, an unsere Sachen ranzukommen. Hier rein? Ich kann ihn nicht treffen. Hä? Super, Alter, ich kann die gar nicht treffen. Was für eine Scheiße ist das denn? Oh fuck, Alter. Wie kommen wir denn jetzt an den Stock ran? Okay, das ist tatsächlich ein bisschen schlecht. Kriegen wir hier irgendwo einen Stock? Hier liegt irgendwo ein Stock rum oder sowas? Nee, ne? Alter, ist das jetzt behindert? We have a problem. Nee, hier war auch kein Stock. Nee. Höchstens im Stock im Arsch, ja, aber das ist nicht das, was wir gerade suchen. Aber wie geil, bitte! So, wir müssen uns also beeilen. Habe ich das gerade gefunden oder eher nicht so?
Okay. Ich hab die Stöcker. Also schnell verpissen. Und ja, hab die Stöcker. Gut. Hab jetzt. Hä? Hallo? Er hat ein Inventar. Ah. Hab zwar jetzt außerdem beide mitgenommen, aber okay, das ist ja im Moment auch egal. So. Oh, und ich habe auch ganze Kleber mitgenommen. Achso, siehst du, ich habe jetzt die Y-Taste. Ding! Yay! Damit haben wir wieder unser Hau-Draudi-Fix. Alter, was machen wir denn jetzt da draußen mit den ganzen Viechern? Vor allem, wie geil bitte ist das Wetter hier? Ja, ja, Storm is approaching, ist schon klar, aber so heftig? Schon heftig. Was? Wo denn? Können die Fernangriffe? Na, Moment, nee, hier ist jemand. Da war wieder jemand vor mir. Wir sind so endlos hart gefickt. Aber so abartig hart gefickt. Okay, gut, hier war ja noch ein anderer Weg, ne? Da ging ich irgendwie die Treppe hoch oder runter oder beides. Genau hier. Quick Save. Ja, super. Oh, das wird so endlos böse und abartig schlimm werden. Gut, hier war zu, da war locked. Hier geht's rein. Oh, es geht sogar noch höher. Oh. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel von den Machern von The Last of Us programmiert wurde. Die Wege nach oben versperrt, sogar doppelt versperrt. Stühle und ein Zaun. Gut. Die Frage ist noch kurz. Oh. Hehe. Ich glaube, da gehe ich mal doch lieber erstmal unten rein. Das hier, ich mag es nicht, wenn hinter mir die Tür zugeht. Das ist nicht mein Style. Oder geht ja auch eine Tür zu? Nö. Sehr schön. Ist da hinten jemand? Nee. Oh oh. Scheiße. Alter. Stirb doch mal bitte. Ich hoffe, die hält immer nur voll wenig aus. Ist da noch jemand? Nein. Vielleicht mal erst gucken und dann Stein aufsammeln. Macht wahrscheinlich Sinn. Alter, wir sind ganz schön gedamaged. Vor allem, wie wir halt nicht mal nach draußen können. Ich hatte halt fest damit gerechnet, dass wir jederzeit nach draußen können. Dann ist da draußen so ein scheiß Sturm und wir haben keine Nahrung mehr. Oh, ist das fucking hässlich, Alter. Also ich meine, wir können auch nach draußen, aber dann müssen wir erstmal aufräumen. Oh, noch ein Rohr. Ganz ehrlich? Ich glaube, das wird sogar bald wieder wichtig, weil wir können nicht mehr nach draußen. Also gut, ich meine, okay, wir haben jetzt die Sachen alle dabei. Das Ding ist voll und wir können auch einmal reparieren. Aber trotzdem. Wie krank ist das da draußen bitte mit dem Sturm? Vor allem mit den ganzen Geistern. Und dass die Blitze. Ich wusste gar nicht, dass die Fernangriffe können. Ist das eine neue Art von Gegnern oder konnten die das schon immer? Oh. Ja klar, schmeiß das mal. Hä? Hallo? Ach Kacke. Ach Mark, jetzt komm, jetzt mach mal hin. Ja. Erst mal was trinken.
weil ich den Hammer neu gebaut habe, muss ich den auch wieder neu verlinken. So, jetzt funktioniert das Ganze auch wieder. Danke. Oh Gott, noch zwei. Das funktioniert nicht. Aua. Nein. Ich fick dich so hart. Ich verblute. Junge. Schaut doch mal zu! Geht doch! Boah, da kriegst du eine Krise, kriegst du da. Oh, MK2 ist doch dieses Magical-Dings der Booster, oder? Also wie wir mittlerweile halt vier Röhrchen haben. Ja, Magical Drug. Sehr schön. Was sind die anderen Dinger? Ah ja. Ja, da gibt's hier halt keine Kurzbeschreibung, ne? Man muss halt wirklich immer durchprobieren. Aber was bist du? Adrenalin. Oh, das. Oh. Okay, das füllt auch unser Leben auf. Und zwar nicht gerade wenig. Und es macht sogar weniger Schmerzen als das hier. Gut, verursacht zwar mehr Blutungen, aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja massig Bandagen. Das ist also nicht das Problem. Von daher wäre das tatsächlich echt eine geile Notfall-Dingsterbumster, ne? Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Noch mehr Bandagen. Okay, wird von der anderen Seite geöffnet. Noch ein Smash-Hammer? Slash-Hammer? Ne, normaler Hammer. Weg damit. Oh, what the fuck? Was soll ich, du Fatzen, du Arsch? Penis. Weg. Arschloch. Ah, na da. Natürlich beschlossen. Alles umsonst. Moment, weil hätte ich unten gar nichts machen. Okay, wir müssen also doch oben rein, wo die Tür von hinten zugeht. Hä, wo ist das? Ach, hier. Hä, nee, da. Na, super. Wir sind also offiziell gefickt. Kann ich die auch machen? Nein. 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 Tja, die Frage ist, gehen wir nach oben, da wo die Tür hinter uns zugeht, oder gehen wir nach draußen in den Sturm? Es klingt wie beides lebensmüde. Die Frage ist, warte mal ganz kurz, ich versuche mal doch nochmal rauszugehen. Und gehen mal jetzt nochmal in die Tür rein, wo wir am Anfang drin waren. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas verändert. Weil mit dem Sturm scheint ja schon irgendwie so zu sein, dass sich da irgendwas getan hat irgendwo. Die Frage ist halt nur, wo irgendwo. Von daher. Falsch. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Wir müssen wachsam bleiben. Genau, hier war das mit der Mine. Und das war die Frage. Jetzt ist die Frage. Genau, hier war das. Nee. Hier. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nee, immer noch gleich. Können wir die eigentlich abwerfen? Können die eigentlich sterben? Ne, halt. Erstmal auswählen. Weil irgendwie müssen wir da hier weiterkommen, ne?
Was, da Menschen? Das sieht aus wie als so Menschengruppe. So wie als wenn da Menschen aufeinander gehäuft sind. Tja, das heißt, wir müssen wirklich nach oben. Na gut, gehen wir nach oben. Dann schließt sich hier halt die Tür. Du willst mich doch verarschen. Wie die einfach da steht und nichts tut und ich genau weiß, was sie tun wird. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das funktioniert nicht. Macht mich wahnsinnig. Okay, wir gucken, ob es noch andere Wege gibt. Die stehen einfach schon beide direkt parat. Okay, hier geht's nicht weiter. Noch eine. Digga, von beiden Seiten. Alter. Wie viele gibt's hier bitte? Hehe. Die Frage ist, wohin jetzt? Alter, wie viele gibt es denn bitte? Oh Gott. Alter, was mache ich denn jetzt? Du bist gerade Geister? Ich will keine Geister hören. Oh, Alter. Dieses Spiel, ne? Das flackert mich doch hier noch zu Tode. Gut, mal überlegen. Gibt es noch irgendwas, wo wir noch nicht waren? Ist irgendwas. Ja, guck mal, hier ist irgendwas. Hä? Okay, es ist kein Gegner. Es muss also direkt die Umgebung sein. Das heißt, ich kann nicht mehr raus. Ich bin jetzt hier drinnen gefangen. Und hier drin ist auch irgendwas. Hier irgendwo ist noch so ein Geist. Alter, dieses Spiel. Was soll ich denn jetzt machen? Wo müssen wir denn hin? Ich versuche einfach mal hier verschiedene Wege abzulaufen. Wir sind halt auch extrem hungrig, ne? Das heißt, ich versuche einfach was zu essen. Haha, der war gut. Wir haben gar nichts mehr zum Essen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Haben wir noch Wodka? Wodka füllt tatsächlich auch Hunger auf. Ha.
Sind die eigentlich lichtscheu? Ach, du sollst sie benutzen, Mann. Kann man die Dinger werfen? Nee, ne? Nee. Kann man da hinten lang? Okay, kann man auch nicht lang. Das Limit hier waren wir auch, ne? Digga, hier ist auch einer. Kannst du vergessen, ich bin tot. Wie soll das funktionieren? Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr so ein Spiel entwickelt? Oh mein Gott. Okay, wir müssen irgendwo müssen wir ja hin. Und diese Mädels versuchen uns irgendwo hinzudrängen. Die Frage ist, wir müssen herausfinden, wo wir hin müssen, bevor sie uns den Weg komplett abschneiden. Hier zum Beispiel. Naja, funktioniert schon mal nicht so gut. Ich bin zu langsam mit dem Ding. Jetzt ist er wieder hier. Ah, hier war ich noch nicht. Oh Gott, nee, die kommen ja auch hin. Die Frage ist, ist es ja jetzt hier nur die eine? Die eine oder keine? Oh ne, da ist noch einer. Wie soll das denn gehen? Alter, das funktioniert nicht. Ach, scheiße. Alter. Wie lange ist die Aufnahme überhaupt schon? 1,5 GB? Ich glaube, die Folge ist schon vorbei, Alter. Oh. Tja, ich würde mal sagen, ja, das war's mit, ja, 33 Minuten. Ich glaub mal. An der Stelle lassen wir das. Ja, man merkt schon, wie gesagt, das Spiel wird richtig scheiße schwer. Wir sind gerade mal im dritten Level. Das heißt, wenn man das erste Level mal weglässt, weil es ja quasi so ein Tutorial war, dann ist das gerade mal das zweite Level. Und das ist jetzt schon mit diesen Damen, die keine Ahnung, warum die da so sind, wie die sind, gleich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber ich schätze, es sind insgesamt mindestens 5 Stück. Mindestens 5 Stück. So, draußen tobt ein Sturm mit einem unsichtbaren Gegner. Also das Level ist schon extrem knackig. Von daher würde ich mal sagen, fürs Let's Play reicht jetzt erstmal aus. Wie gesagt, das Spiel gibt es im Internet. Total Chaos, Total Conversion, also einfach Total Chaos TC eingeben bei Google. Vielleicht noch Total Chaos TC GZ Doom oder Z Doom. Da findet ihr das auf jeden Fall. Oder MobDB, also für Mod Database. Das findet ihr auf jeden Fall. Ist relativ aktuell entwickelt. Wie gesagt, jetzt aktuell ist die Version 1 draußen und ja, das Spiel ist unglaublich geil. Aber wie man sieht, auch unglaublich schwer. Also, holy shit, ist das heftig. Also, ne?
Dann möchte ich ja schon fast sagen, ich finde das Spiel tatsächlich geil. Auf jeden Fall viel besser als ich jetzt verdammt in Erinnerung hatte. Ne? Aber halt sau schwer. Aber gut, das macht auch ein richtiges Spiel natürlich auch ein bisschen aus, dass es auch ein bisschen fordernd ist. Ich meine, wenn man sich da vielleicht lange genug reinsetzt und ne, muss er, bei den fünf Viechern zum Beispiel, ich schätze mal, da gibt es irgendeinen Weg, den man lang laufen muss. Und die muss man halt herausfinden. Und wenn man das gefunden hat, ne, dann ist das auch irgendwie machbar. Aber man braucht halt viele Versuche. Von daher würde ich mal sagen, fürs Let's Play vielleicht jetzt tatsächlich, ne, angespielt, ja. Und wer es, ne, weiterspielen möchte und so, wie gesagt, kann gerne spielen. Ich glaube, fürs Let's Play belassen wir es dabei aber, weil, ja, ich weiß nicht. Dieses Try and Arrow ist zwar ein geiles Spielprinzip, aber fürs Let's Play dann doch definitiv ungeeignet. Weil keiner möchte mich hier sehen, wie ich 20 Mal neu lade. Dann hat jeder den Faden verloren. Dann weiß keiner mehr, was hier abgeht. Inklusive ich selber. Von daher, wie gesagt, für die 6 Wochen, für die 6 Folgen jetzt, für die Woche haben wir's. Dabei belassen wir's. Extrem geiles Spiel und ein extrem gutes Beispiel dafür, was man alles aus der GZ Doom Engine rausholen kann. Wie gesagt, es ist die Lite-Version. Die normale Version, die hat ungefähr 2 GB und dies ist nochmal bei weitem besser, was die Qualität der Texturen und die Objekte angeht. Also, aber alleine die Lite-Version war ja schon extrem geil. Also, wirklich. Ist schon krass, was man aus der GZ Doom alles rausholen kann mittlerweile. Die hat mit Doom an sich schon fast gar nichts mehr zu tun. Also mit Doom natürlich hat sie was zu tun, aber es ist halt mittlerweile eine komplett umfangreiche Engine, die halt eine komplette Spiele-Engine. Da kannst du quasi alles mitmachen, was du willst. Naja, fast alles. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall geil. Gut, würde ich sagen, das war's für diese Woche und auch für dieses Let's Play. Ja. Mehr bleibt dazu erstmal nicht zu sagen. Von daher, bis dann.